Also gut, Kinder, schreibt das Thema auf. Hey, was ist das? Bleib weg von mir. Was ist denn hier los? Aua, das hat wehgetan. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Oh nein, ein Vampir. Jetzt gehörst du mir. Komm her. Plum. Wow, was für ein hübscher Kerl. Viel besser. Was sagst du dazu? Hey, greif mich nicht mehr an. Nie wieder. Mach's gut. Oh, ein schöner Prinz. Was ist das? Ein Foto? Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen. Wenn wir uns doch nur treffen könnten. Tschüss. Du hast dich in unseren Meister verknallt? Ich kann dir helfen. Wirklich? Ich bin dabei. Da sind wir. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Tschüss. Wow. Ist das für Zaubertränke? Genau. Hier sind die Zutaten. Eine Fledermaus. Ich hab's. Was noch? Eine giftige Spinne. Wow. Misch es einfach. Mach schon. Mach es schneller. Oh, danke. Es ist toll geworden. Denkst du, er wird mich mögen? Auf jeden Fall. Lass uns nicht aufhören. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Eine Fledermaus. Wow. Du willst also ein Vampir werden? Ich werde dir helfen. Du hast das Make-up gemacht. Toll. Mal sehen, wer als nächstes auf dem Plan steht. Oh, schau dir nur diese Haare an. Ugh, das ist eine Katastrophe. Wir müssen das in Ordnung bringen. Das verstehe ich nicht. Was meinst du? Wir haben noch einiges zu tun. Chum-chick. Hey, wo willst du hin? Ich bin hier. Sieht aus, als hätte ich gefunden, was ich brauche. Hm, vielleicht ist es nicht die richtige Jahreszeit. Lass uns etwas Nützliches finden. Aha, perfekt. Trink aus, Kürbis. Du musst groß werden. Perfekt. Lass uns warten. Ugh, was sind das für Blumen? Alles für nichts. Halt dich fest. Ich glaube, ich habe einen Snack gefunden. Wow, interessant. Du musst nur noch ein bisschen mehr einschenken. Oh, lecker. Komm mal her. Aua, ich fühle mich nicht so gut. Ups, aber mein Kürbis braucht das jetzt mehr. Perfekt. Schau, er ist so saftig. Aufladen. Nochmal. Wo ist sie? Oh, schau, ich habe gefunden, was wir für die Haare brauchen. Ihr habt so ein Glück, dass ihr mich habt. Hier, nimm es. Wow, vielen Dank. Fantastisch. Denkst du, er wird mich mögen? Natürlich, aber wir sind noch nicht fertig. Was fehlt uns noch? Oh, ich weiß es. Chim-Chick. Ich liebe es. Betty, wo bist du? Ich bin hier. Lass uns herausfinden, was wir als nächstes brauchen. Oh, richtig. Was ist es? Chim-Chick. Eine Halskette? Ja, was ist das? Puh, fürchte mich. Ich bin der rote Geist. Was sollen wir tun? Hast du dich wirklich vor ihm gefürchtet? Hey, alter Freund, wie geht's? Oh, ihr kennt euch also? Ich dachte, er wäre gefährlich. Ah, dir leid. Hilfe. Hey, lasst uns einander kennenlernen. Boah, der Kopf dreht sich schon. Hört auf, Leute. Das war's. Ich bin erschöpft. Warte, ich jage dich nicht mehr. Gut, dann lass es so sein, wie du willst. Leg dich hin. Wo ist er hin? Alles, was übrig ist, ist dieses Laken. Hammer Red, er ist direkt aus seinem Laken gesprungen. Und was jetzt? Ich habe eine Idee. Oh, wie süß. Bravo, du siehst toll aus. Was ist das für ein Geräusch? Ups. Oh, du hast wohl Hunger. Keine Sorge, folge mir. Also gut. Bist du bereit? Los geht's. Beiß mich. Mit Vergnügen. Wuhu, ich bin jetzt ein Vampir. Ich bin die Nächste. Kein Problem. Oh, das ist mein Lieblingsessen. Ich habe etwas zu essen für uns gefunden. Hm, sieht lecker aus. Wow, Quantenphysik ist so interessant. Also gut, an die Arbeit. Oh nein, sie ist weg. Hilfst du mir bitte? Du machst so viel Ärger. Oh, danke. Lass uns gehen. Das ist witzig. Endlich treffen wir uns. Tut mir leid, er ist weg. Warum? Sei nicht traurig. Es ist noch nicht vorbei. Er wird keine Chance haben. Glaubst du das wirklich? Warte, lass uns sehen, was wir noch brauchen. Na klar. Du brauchst einen Vampirrock. Kannst du einen finden? Lass mich nachdenken. Ich habe eine Idee.
Warte, es könnte einen besseren Weg geben. Schau in der Garderobe nach. Also gut. Also, was denkst du? Besser? Der nächste. Was ist mit dem hier? Der nächste. Und jetzt? Was? Das ist alles nicht richtig. Woher kommt das überhaupt? Ich weiß es nicht. Wer ist da? Hey, wo ist meine Hose? Gib sie mir sofort zurück. So kann ich nicht nach draußen gehen. Oh, das ist deine? Warte mal kurz. Bleib ruhig. Mach das nie wieder. Diese Dreistigkeit. Sie haben Catnip ohne Hose zurückgelassen. Was hältst du davon? Viel besser. Es braucht nur noch ein bisschen Stil. Jump-Check. Perfekt. Ja, danke. Was würdest du ohne mich tun? Ich bin bereit, also gehe ich. Warte. Wir sind noch nicht fertig. Überstürze nichts. Ohne Scham kannst du das Herz eines Vampirs nicht erobern. Ach, komm schon. Er wird seine Augen nicht von dir lassen. Verstanden? Ja. Du musst unwiderstehlich sein. Wow. Jetzt bist du dran. Ist alles in Ordnung? Das wird ihn nur abschrecken. Halte deinen Rücken gerade. So? Mache ich das richtig? Perfekt. Jetzt können wir ihn suchen gehen. Ja, mach schon. Du bist soweit. Ah, sie ist ausgeflogen. Ich glaube, das ist der Ort. Ich frage mich, ob er hier ist. Tolle Musik. Ich hoffe, wir tanzen. Na gut, ich gehe rein. Hey, mach auf. Dann mache ich es eben selbst. Was ist? Aua, mein Kopf. Ich bin gleich wieder da, Mädels. Wow, wer ist diese Schönheit? Oh, mein Kopf tut weh. Sie ist unglaublich. Wow. Oh, da ist er. Du bist so schön. Komm zu mir. Wo ist er hin? Ist das Blut der Blutgruppe 0? Ich liebe es. Hey, ich bin genau hier, weißt du? Und wer bist du? Ein Vampir. Oh, das wollen wir doch mal sehen. Und? Was denkst du? Lass mal sehen. Tut mir leid, aber du bist nicht vampirisch genug. Das kann nicht sein. Warum passiert das mir? Diese Frauen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Delight, was ist passiert? Es hat nicht geklappt. Er hat gesagt, ich sei nicht vampirisch genug. Schatz, reg dich nicht auf. Es scheint, du warst nicht dunkel genug. Schau mal, das ist ein echter Vampir. Das ist ja furchtbar. Also gut, ich werde alles tun, damit er sich in dich verliebt. Bei den Mächten der Finsternis, ich rufe euch. Hey, vielleicht sollten wir das nicht überstürzen. Bringt eure gruseligsten Kreaturen mit. Ich rufe euch, Spinnen. Jump-Check. Oh, ist das von der Decke gefallen? Meine Lieben. Schau, wir haben Gäste. Was ist hier los? Wo bin ich hier? Oh, ich weiß, wo ich sein muss. Oh, Kevin. Eklig. Oh nein, wir haben alles ruiniert. Spinnen? Ah, Hilfe. Wir haben alles nur noch schlimmer gemacht. Wer hätte gedacht, dass er Angst vor Spinnen hat? Das war's. Ich habe genug. Ihr dummen Spinnen, wegen euch wird er mich nie lieben. Ich werde euch alle loswerden. Nimm das. Oh nein, sie ist wirklich wütend. Oh nein, ich habe die Barb zerbrochen. Ich gebe auf. Was? Wir sind noch nicht mal mit der Liste fertig. Komm näher. Du brauchst eine Vampirbarb. Hör auf zu weinen. Kommst du nun oder nicht? Okay. Die kommt in den Müll. Woher bekommen wir eine neue Barb? Kann ich das Tablet benutzen? Toll, der Laden hat eine große Auswahl. Vielleicht diese hier? Nein. Das ist die, die wir brauchen. Toll. Chum-chick. Wow, das ist ja noch besser als vorher. So cool. Was kommt als nächstes? Lass mal sehen. Oh, der Slot ist ohne Likes gesperrt. Leute, bitte like das Video. Wir müssen unbedingt die nächste Aufgabe wissen. Wir warten auf die Herzen. Mädels, hört auf, um Likes zu betteln. Was sollen wir denn sonst tun? Die Aufgabe lässt sich nicht freischalten. Leute, wollt ihr das Video sehen? Sie lassen mich nicht schlafen. Ja, bitte, hilf uns. Wir zählen auf dich. Schau nur. Wow, wir haben die letzte Aufgabe freigeschaltet. Vielen Dank, Leute. Auf geht's zur letzten Etappe. Wenn du bereit bist, lass mich dir helfen. Es wird nicht leicht sein, aber ich schaffe das schon.
Los geht's. Schneiden wir die Basis aus. Zum Tick. Perfekt. Jetzt fügen wir noch ein paar Dekorationen hinzu. Genial. Der Apfel ist fertig. Fügen wir noch etwas Spitze hinzu. Er sollte wunderschön aussehen. Zum Tick. Das sieht toll aus. Und der Schimmer. Jetzt lass es uns anprobieren. Danke, Betty. Kein Problem. Ich helfe gerne einem jungen Vampir. Glaubst du, ich bin bereit, sein Herz zu gewinnen? Na gut, dann gehe ich. Und? Vielleicht so? Chumchick, du bist hoffnungslos. Autsch, warum dreht sich alles? Ich hoffe, du hast dich nicht verletzt. Mir geht's gut. Das bezweifle ich aber. Okay, sieht aus, als bräuchtest du eine Schleife, damit das klappt. Ich bringe das sofort in Ordnung. Wow. Das ist beeindruckend. Und? Gefällt es dir? Ja, du siehst toll aus. Jetzt hast du eine echte Chance. Chumchick. Ups, ich hätte fast meine Zähne verloren. Puh, warte dir leid. Da sind sie. Zeit für den Zauber. Wow, wer ist diese Schönheit? Sehe ich gut aus? Das darf ich nicht vermasseln. Hey, willst du etwas frisches Blut? Danke. Hat es wirklich funktioniert? Zu einer unsterblichen Vereinigung. Hm. Köstlich. Was? Was ist los? Habe ich jetzt was im Gesicht? Oh, wo sind deine Reißzähne? Sie sind weg. Sie waren gerade noch da. Ah, es ist alles kaputt. Wo sind sie hin? Hör zu, Kevin. Sie ist ein perfekter Vampir. Du redest von ihr? Wer möchte in den Wasserpark gehen? Oh, Lady, willst du ein Ticket? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Okay, wer will Tickets? Perfekt. Da war ich schon ewig nicht mehr. Das macht dann 10 Dollar. Was? Ah! Komm schon. Chumchick. Hey, komm zurück. Warte, das ist noch einfacher als Quallen zu fangen. Ich habe dich. Was glaubst du, wer du bist? Wenn du mir mit dem Wasserpack hilfst, werde ich sehr großzügig sein. Seid ihr einverstanden? Wow. Warum hast du das nicht schon früher gesagt? Okay, wo fangen wir an? Wir beginnen mit einem größeren Plan. Wir brauchen Ideen. Einen Vampir-Wasserpark. Genial, lass uns an die Arbeit gehen. Okay, viel Spaß. Hm, woher bekommen wir diese Materialien? Oh, sie liegen direkt unter unseren Füßen. Schau, Betty. Lass uns diese Paletten zum Leben erwecken. Aha, vorsichtig. Einfach toll. Oh, unser Schiff ist undicht. Ich habe nur eine Sekunde lang weggesehen. Ups, das ist ja peinlich. Ich werde es korrigieren. Schon wieder, Kevin? Lass mich dir helfen. So, sie werden niemanden mehr verletzen. Armes Ding. Ich habe die Werkzeuge. Seid ihr bereit? Natürlich. Lass uns loslegen. Verbinde die Platten miteinander. Ich liebe meinen Job. Klopf und sing. Nein, hier. Das ist sicherer. Gute Arbeit. Kevin, schau dir das an. Was? Das ist der Umhang von meinem Großvater. Ja, lass uns mit dem Malen weitermachen. Alles muss glänzen. Nein, wir streichen es schwarz an. Nur du hast die schwarze Farbe. Alles wird weiß sein. Hör auf. Kevin, Molly, beruhigt euch. Lasst uns zusammenarbeiten. Und jetzt alle zusammen. Fass mein Brett nicht an. Und du fasst meins nicht an. Geschafft. Endlich. Gute Arbeit. Ich gehe ins Schwimmbad. Wo? Psst. Nicht so schnell. Aber warum? Jetzt ist es eine Dekoration. Das ist so cool. Ich will unbedingt vom höchsten Turm springen. Ein bisschen mehr. Oh nein, junge Dame. Das ist verboten. Eigentlich bin ich der Besitzer. Ich kann alles tun, was ich will. Ja, aber zuerst brauchst du eine Leiter. Aber woher bekommen wir sie? Ich habe eine Idee. Chumchick. Was ist passiert? Wen soll ich retten? Diese Frau.
Okay. Wo bringt er sie hin? Ich muss mich beeilen. Genau das, was ich brauche. Autsch! Hier, das wird helfen. Ah, was ist heute los? Hol es dir. Das ist meine Entschädigung. Aber das kann doch ein stilvoller Schritt sein. Ja. Tschüss. Wie bringe ich das in Ordnung? Es muss nach oben. Komm mir nicht in die Quere. Das ist besser. So zuverlässig wie eine Schweizer Uhr. Warum ist er vor dir weggelaufen? Weil ich Feuer bin. Sieh nur, ich hab's geschafft. Wow, gut gemacht. Warte mal, da sollte eine Rutsche sein. Hast du das vergessen? Ernsthaft? Ich dachte, es wäre ein Turm. Okay. Turmtrick. Ich hoffe, er kommt zurück. Lala. Hier bin ich. Und hier ist die Rutsche. Sie ist einfach perfekt. Wir müssen dich in unseren Wasserpark bringen. Es ist so schwer. Was glaubst du, wo du hingehst? Nein, es ist meins. Hast du keine Angst? Wieso? Ich gebe dir die Rutsche für Likes. Leute, like dieses Video, damit wir unseren Wasserpark fertigstellen können. Bitte. Danke. Hier, das reicht für einen goldenen Knopf. Okay, die Rutsche gehört dir. Ciao, ciao. Leute, ihr habt mich gerettet. Ich muss es nur noch zu... Oh. Nur, warum? Puh, reiß dich zusammen, Kevin. Du kannst es schaffen. Du bist schon sehr nah dran. Kevin, du bist kein Kranich. Wir helfen dir. Danke, Mädels. Komm schon, und zwar nach rechts. Das ist großartig. Halten wir uns an den Plan. Dekoration. Wow, diese Zahnrutsche ist so cool. Ich bin auch fertig. Wo ist Molly? Hey, ich bin hier. Hey, hey, so cool. Komm zu mir. Nein, nein, uns geht es echt gut, danke. Oh Leute, das hätte ich fast vergessen. Das ist für die Snackbar. Oh nein, pack es weg. Aber die Snackbar ist eine gute Idee. Genau, gib sie mir. Aber du hast es nicht gemacht. Wir können diese Leckereien 100-mal besser machen. Bereit, Leute? Komm zu mir, schneller. Hallo, hallo. Weißt du, du bist überhaupt nicht freundlich. Wir brauchen ein bisschen mehr Flair. Oh, was für ein Tag. Denkst du dasselbe wie ich? Auf jeden Fall. Leute, nicht. Was ist los mit ihnen? Tolles Outfit. Probier es an, Skelly. Schau dir diesen Kerl an. Jetzt zeigen wir dir deinen Arbeitsplatz. Bellissimo. Ein echtes Meisterwerk. Oh, es ist so heiß. Wo kann ich mich umziehen? Keine Sorge, ich kriege das schon hin. Okay, das ist der Ort. Komm mit. Wer bist du? Ich brauche deine Hilfe im Vampirwasserpark. Nö. Oh, ich weiß, wie ich dich hier rauskriege. Vampir, willst du was essen? Gib es mir. Dann fang es. Es gehört mir. Guten Appetit. Hm, das ist so schwer. Und was mache ich jetzt? Genau. Ich benutze ihn als Aufzug. Tschüss. Leute, ich bin hier. Und hier kommen die Umkleiden. Wow, so cool. Jetzt fehlt nur noch der Vorhang. Was für ein schlechtes Timing. Habt ihr eine Zahnspange? Kevin, ich? Wie kann ich helfen? Vielleicht reparierst du es mit deinen Zähnen? Redest du von meinen Reißzähnen? Niemals. Da hast du's. Da ist etwas an deinem Schuh. Ah, ich sehe, du bist bereit. Jetzt kümmere dich um den Vorhang. Schneller. Wow, Leute, das habt ihr toll gemacht. Oh, ja, du kannst dich auf uns verlassen. Ich werde die Erste sein. Meine Reißzähne. Meine Lieblingsreißzähne. Warum? Beschwere dich bei deinem Freund. Jurik? Ah. Das ist ein interessantes Unternehmen. Sowieso. Betty? Ich bin bereit. Jetzt bin ich dran. Was ist das? Jetzt zeige ich es dir. Der verrückte Mädchenmodus. Moment mal. Was denkst du denn?
steht dir wirklich gut. Hör auf. Gib es zurück. Das ist so viel besser. Ja, aber das Outfit war auch schön. Ich habe den Regenschirm und natürlich meine Sonnencreme. Hey, was ist mit ihr los? Oh, ich weiß nicht. Ich bin einfach traurig. Armes Ding. Es geht vorbei. Brennt da jemand Speck? Ah, schneller. Ich brauche mehr Sonnencreme. Es brennt. Aua, es tut weh. Er ist komisch. Hey, Molly, können wir ein Trampolin bauen? Cool, los geht's. Dann lasst uns an die Arbeit gehen. Das ist der Ort. Wir müssen die Materialien kaufen. Gib mir die Bretter, bitte. Hast du Geld? Ich habe sie im Anzug gelassen. Hast du das Geld genommen? Nein, was meinst du? Ich wusste nicht, wohin wir gehen, aber jetzt finde ich es heraus. Hey, so ein gut aussehender Mann und ganz allein? Was? Das klappt nicht, Lady. Ach, wirklich? Okay, dann eben Arm drücken. Ganz ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. Ich nehme die Herausforderung an. Gut gemacht, Molly. Ich habe alles mitgenommen, was wir brauchen. Bring es zu Ende. Wow, dieser Fisch ist zu groß für mich. Nein. Komm schon, lass uns gehen. Oh, okay. Puh, jetzt lass uns mit unserem Plan weitermachen. Nimm die Schere. Mal sehen, wer schneller schneidet. Du kannst auf keinen Fall schneller sein als ich. Oh, diese Schere ist zu stumpf. Becky, ich bin fertig. Aber wie? Die elektrische Kettensäge hat mir geholfen. Woher hast du das? Diese Runde gehört dir. Voila, fertig. Was für ein Emporkömmling. Oh nein, Tim Chick. Mach das alles selbst. Okay, das ist der Ort. Oh. Mein erster Grabstein. Oh, sieht aus, als wäre es schon zu lange her. Komm da raus. Puh, ich wäre fast begraben worden. Tim Chick. Flieg mit mir. Voila. Setzen wir dich hier ein. Die Batterie muss leer sein. Betty, wo bist du? Und was ist das? Oh nein. Sie war so jung. Aber warum? Wir haben nicht einmal unseren Wasserpark beendet. Hey, ich bin hier. Ein Geist? Oh, was ist los mit ihr? Vielleicht hat sie sich überhitzt. Molly, bist du okay? Hey! Du bist also am Leben? Ich bin so glücklich. Erschreck mich nicht wieder so. Lasst uns mit dem Streichen der Rampe weitermachen. Oh, danke. Lasst uns an die Arbeit gehen. Sieht toll aus. Lasst mich helfen. Okay, das war's. Ich glaube, da fehlt etwas. Fang es. Viel besser. Perfekt. Wollen wir spielen? Wow, das ist mein Lieblingsspiel. Was wäre, wenn... Ich habe eine Idee. Lass uns ein Ziel hinzufügen. Toll, wirf es in den Pool. Los geht's. Schon Trick. Hey, das tut weh. Ich bin der Champion. Cool. Sieh mal, ich kann es ohne hinzusehen. Willst du mich verarschen? Oh, armer Kevin. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ah, das reicht jetzt. Lächeln, Kevin. Hör auf. Ich werde dir zeigen, wie man spielt. Hier, 100 Punkte. Ich habe gewonnen. Kapiert? Amateure. Das wird eine tolle Dekoration für unsere Rampe sein. Chum Chum Chick. Gib mir 5 Mädchen. Meine kleinen Enten. Schwimmen. Wer ist der Nächste? Ich bin die Königin der Welt. Endlich die Ruhe, die ich verdiene. Juhu. Dein Eis. Danke. Kann ich auch eins haben? Warte mal, ich gebe noch etwas Blutsirup dazu. Mein Favorit. Danke, Molly. Das ist der beste Wasserpark aller Zeiten. Kann ich ihn auch haben? Ich danke dir. Leute, ich komme. Okay, Molly, wann wirst du uns bezahlen? Natürlich, ihr habt es verdient. Endlich. Kevin, vorsichtig. Wir können jetzt gehen. Was ist das? Du musst ein kleines Haus bauen? Wir kümmern uns darum. Betty, wo gehst du hin?
Wow, Vorsicht bitte. Nicht bei meinem Haus. Die ganze Arbeit ist umsonst. Du hast keine Ahnung, in welchen Schwierigkeiten du gerade steckst. Und es war trotzdem eine weiche Landung. Hey, du hast alles kaputt gemacht. Mein wunderbares Haus. Was? Lass mich mal sehen. Interessant. Ja, und du hast es kaputt gemacht. Du hast etwas Besseres verdient. Dieses Zelt ist nur ein Haufen Müll. Wir bauen dir stattdessen eine Burg. Und wie ich sehe, haben wir schon die Basis. Warte, Baby. Sicherheit geht vor. Oh, danke. Ich fange mit dem Umzug an. Zuerst muss ich Energie tanken. Das ist ja noch besser. Du bist so schwer. Ruinieren ist meine Berufung. Oh, oh. Ich glaube, ich habe sie geweckt. So ein komischer Traum. Okay. Hey, mach nicht zu viel Lärm. Verstanden, Boss. Okay, ich gehe wieder schlafen. Puh, das war knapp. Okay, Mädels, zurück zur Basis. Oh, mal sehen, was als nächstes auf dem Plan steht. Warte, und wann haben wir hier alles auf den Kopf gestellt? Oder wollte ich es so haben? Ich weiß, dass die Fledermäuse verkehrt herumschlafen, aber wir müssen das Haus nicht so bauen. Wovon redest du? Ah, ja. Denk darüber nach. Ich glaube, es ist an der Zeit, das Dach zu bearbeiten. Aha. Wer ist das? Ein Vampir? Hau ab. Nicht so schnell, Cowboy. Sieht aus, als wäre es genau das, was ich brauche. Bitte, tu mir nicht weh. Weißt du, wo man mehr davon bekommt? Bitte, was? Ich habe eine Menge davon. Ich nehme alles. Wie viel willst du pro Tasche? 300 bis 500, ich denke, das reicht. Falsche Beute, aber sie ist auch nicht schlecht. Großartig. Ich glaube, alle sind glücklich. Jetzt bin ich noch näher dran, eine Burg für mein Baby zu bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, Dachdecker zu sein. Danke, das ist genau das, was ich brauche. Ups. Moment mal. Jahrelanges Turnen zahlt sich aus. Der Dachstuhl ist fertig. Ich muss einen Kran mieten. Aber warum sollte ich das brauchen? Ich bin eine Maschine. Komm schon. Okay, ich will mir nicht den Kopf verletzen. Das ist der falsche Helm. Der ist viel besser. Habe ich den Drink vergessen? Frisches Blut ist besser als jeder Energy Drink. Die Strohhelme sind bereit und wir können anfangen. Ja, ich fühle es, ja. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. So viel Energie. Lass uns an die Arbeit gehen. Mit dieser Kraft werde ich einer der Avengers werden. Okay, lass uns loslegen. Wir haben keine Klammern mehr. Dann kann ich es selbst tun. Und ich habe genug für die Zahnstocher. Was kommt jetzt? Ohne Turm ist es keine Burg. Bevor wir bauen, müssen wir alles ausmessen. Turmtrick. Okay, wir brauchen eine Menge Material. Oh nein. Ah. Wow, wow. Ich wusste doch, dass ich einen Helm tragen muss. Lasst uns anfangen zu bauen. Pappe wird die einfachste und umweltfreundlichste Lösung sein. Ich rufe große Mächte an. Tschüss. Wow, ich hab's geschafft. Ich bin der beste Architekt. ich brenne. Hör auf. Wer schreit denn da? Geht es dir gut? Ich habe beschlossen, ein Fenster zu machen. Wir haben einen Plan. Die gotischen Fenster sollten größer sein. Ah! Diese Säge funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ein Job für meine Clown. Sie werden mit diesen Mauern umgehen wie das Messer mit der Butter. Ja! Das nenne ich mal ein Fenster.
Du hast gesagt, sie sollen gotisch sein. Lass uns farbiges Papier nehmen und ein Buntglasfenster machen. Das ist schön. Ich denke, wir werden uns etwas einfallen lassen. Was denkst du? Genau das, was ich wollte. Ich danke dir. Sieh an. Wow. Was macht er denn da? Ich glaube, Margot würde es lieben. Ich hätte auch gerne etwas Farbe. Der Trick ist so alt wie der erste Vampir, aber er funktioniert immer. Ich glaube nicht, dass er widerstehen kann. Es ist Zeit zu fischen. Zu. Wow, oh, lecker. Geh zu Papa. Haben der Vampir und die Bergziege ihn beide gebissen? Warum rennst du weg, Gabrielo? Wird dir nichts tun. Warte. Aua. Ich habe dir gesagt, dass es funktioniert. Es war einfacher, als einem Kind ein Bonbon wegzunehmen. Und hier ist mein Schatz. Ich denke, mit diesem Fang können wir zurück in unser Schloss gehen. Lass mal sehen. Ah! Was ist das? Oh, du bist so empfindlich. Was ist das für ein komischer Geruch? Warte, war der echt? Hab dich, Betty. Auf keinen Fall. Wer hält die Farbe so nah an der Nase? Aha, und wir haben es nicht mehr. Aber ich weiß, was zu tun ist. Wir machen ein neues. Die Spinne, damit die Farbe besser haftet, die Schuppen für die Wasserfestigkeit. Und der Rest nach Geschmack. Jetzt alles gut vermischen. Wir wollen nicht, dass die Farbe eindickt. Nimm es. Das wird einfacher sein. Danke für die Hilfe. Schalten wir den Rückwärtsgang ein. Wow, das funktioniert tatsächlich. Hey, gib den Plan zurück. Wir sind noch nicht fertig. Denkst du, du kannst vor mir weglaufen? Wach auf. Oh, ich komme zu dir. Ich habe eine Idee. Das Spiel können zwei spielen. Aha. Sie muss hier sein. Oh, was für ein Chaos. Das ist ja furchtbar. Oh, und hier ist der Plan. Oh, das ist bestimmt keine Fliege. Danke, dass du dich um den Plan gekümmert hast. Ich werde dich nicht belästigen. Oh, ich glaube, das wird mir auch helfen. Kommt, Schwestern, es ist Zeit, euch hier rauszuholen. Einfach toll. Sogar Batman wird eifersüchtig auf unser Anwesen sein. Chumchick. Was denkst du? Cool, was? Ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Wow, gut gemacht. Oh nein, wer ist das? Geh weg vom Haus. Ist es deins? Nun, deins ist es jedenfalls nicht. Ah, ein Vampir. Und komm nie wieder hierher. Jeder sollte wissen, wem dieses Haus gehört. Chumchick. Jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie hierher kommen. Niemand ist hier, genau das, was ich brauche. Ich denke, es wird niemanden stören, wenn ich das nehme. Wow, und das kann ich auch nehmen. Cool. Oh, kein Grund, schüchtern zu sein. Ich nehme alles mit. Oh, was ist das für ein Geräusch? Hey. Bleib, wo du bist, Dieb. Ups, ich dachte, es hat keinen Besitzer. Kann ich gehen? Keine Bewegung. Du kommst ins Gefängnis. Und du kommst ins Krankenhaus. Ah! Au! Das wird uns auch noch nützlich sein. Ich hänge es in den Flur. Fertig. Ist das nicht wunderbar? Der Kronleuchter war aber zu viel. Ich glaube, ich kann aus dem, was ich habe, etwas Besseres machen. Ich brauche eine Hülle, eine Kerze, Farbe und Heißkleber. Alles zusammen und rot anstreichen. Was für eine Schönheit. Jetzt fügen wir ein paar Flecken mit rotem Heißkleber hinzu. Toll gemacht. Und mit diesen schwarzen Kerzen sieht es noch besser aus. Toll. Baby, hör auf. Feuer. Rette dich. Nein, nein. Alles ist in Ordnung. Das sind elektrische Kerzen. Wirklich? So cool. Mal sehen, was wir noch haben. Denkst du dasselbe wie ich? Zeit, die fehlenden Materialien zu besorgen. Kein Gesicht?
kein Fall. Betty, bist du sicher? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Los geht's. Okay, das ist der Ort. Aber mach keinen Mucks. Genau wie ich dachte. Ah! Bleib weg von dem Baby. Oder du wirst es bereuen. Nicht das Knoblauchspray. Hör auf. Das war's, Baby. Der Weg ist frei. Schnapp dir die Säulen und los geht's. Hier sind sie. Woher soll ich wissen, wohin ich gehen soll? Ich nehme den hier und der da gehört dir. Der ist so schwer. Baby, wir sind fertig. Du kannst deine Maske abnehmen. Und? Was denkst du? Toll. Wo hast du sie her? Das ist egal. Hauptsache, wir haben sie jetzt. Lächeln. Unser erstes Einweihungsfoto. Es ist Zeit für das Innere. Sieh mal, ich glaube, das Netz wird hier toll aussehen. Wovon redest du? Was denkst du? Ich mag es. Natürlich. Ich bin ein cooler Designer. Jetzt haben wir unsere eigene Fotowand. Oh, ich vergaß, dass es keine spiegellose Kamera ist. Puh. Ich glaube, wir haben uns eine Pause verdient. Eine Pause und Mittagessen. Ja, was sollen wir bestellen? Ich denke, Pizza ist die beste Wahl. Toontrick-Lieferung? Schon da. Hallo. Du bist so schnell wie ein Blitz. Lass mich dich testen. Du bist verrückt. Und hoffe jetzt nicht auf eine gute Kritik. Guten Appetit. Betty. Ich werde dich nicht hungrig zurücklassen. Hier, das ist für dich. Danke. So schön. Ah! Das ist interessant. Hilfe! Ah! Betty! Was ist passiert? Ich brauche nur einen Moment der Ruhe. Betty! Hör schon auf! Okay, bleib hier. Ich bin bald wieder da. Ich glaube, sie lügt. Das ist besser. Jetzt kannst du dich wie hinter einer Steinmauer fühlen. Endlich. Hey, alles klar bei dir? Und jetzt schrei so viel du willst. Mal sehen, wie steinhart deine Mauer ist. Sie ist nicht stärker als die Pappe. Habe ich ein Geräusch gehört? Ist sie das? Toontrick. Hier bin ich. Hast du mich vermisst? Okay, unser Palast ist fertig. Warte mal, nicht so schnell. Bevor du spielst, musst du in die Schule gehen. Komm schon. Wo warst du? Hast du überhaupt die Zeit gesehen? Wir dürfen am ersten Tag nicht zu spät kommen. Okay. Sie schreit uns immer an. Hey, warum geht sie nicht auf? Ich bin ein Vampir. Hm, hast du das gesehen? Du bist ein Verlierer. Ich hätte dich fressen sollen. Was? Hör nicht auf sie, Baby. Okay, ich nehm's zurück. Aber fass mich nicht an. Mama, ich habe Angst. Baby, hab keine Angst. Jeder macht das durch. Schau. Wow, werde ich auch so aussehen? Natürlich. Es braucht nur ein bisschen Zeit und Geduld. Das ist unser Familienalbum. Schau mal. Warum bin ich nicht hier? Wir bringen das jetzt in Ordnung. Gefällt dir das Foto? Wir werden es hier neben die anderen Fotos tun. Verräter, ich liebe dich so sehr. Das hat sie mir nie gesagt. Okay, was soll's? Ich fliege weg. Wow, das will ich auch machen. Geht's dir gut? Ich glaube, sie wird bald müde werden. Oder nicht so bald. Komm schon, flieg. Ich kann nicht. Oh Gott, warum? Okay, ich habe eine Idee. Was würdest du ohne mich tun? Wir brauchen ein Stück dickes Papier. Zeichne die Konturen der Flügel. Dann schneidest du alles aus. Tschum-tschick. Unsere Schablone ist fertig. Und jetzt bringen wir sie auf den Stoff auf. Verwende den weißen Marker für die Konturen. Lass keine Linie aus. Wenn alles fertig ist, können wir den Stoff zuschneiden. Wiederholung. Tschum-tschick. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details und die Teile, um die Flügel zu befestigen. Tschum-tschick. Toll.
Nicht einmal der oberste Vampir hat solche Flügel. Baby, komm zu mir. Wow, Mommy, ist das für mich? Das stimmt. Danke. Das ist das beste Geschenk. Jetzt geht's los. Ein echter Vampir braucht Flügel und Reißzähne. Lass uns deinen Biss üben. Okay, ich bin bereit. Bis hier. Knirschen. Und das war's. Du kannst es, komm schon. Ist es aus Plastik? Nein, ich will nicht. Igitt. Ach, komm schon. Warte, ich weiß. Und hier ist alles, was ich brauche. Lasst uns zuerst etwas Gelatine anrühren. Jetzt fügen wir Rot hinzu, damit es echt aussieht. Das Blut sollte dick und süß sein. Jetzt stecken wir unsere Leckerei in den Handschuh. Schütte es hier hin und lass es abkühlen. Na und? Wollen wir es jetzt probieren? Aber wir müssen unser Blutgelee vor dem Training einfrieren. Fertig. Ja, genau das, was wir brauchen. Lasst uns ins Wohnzimmer gehen. Hilfst du mir? Natürlich, Mami. Hauptsache, ich tue mir nicht weh. Du hast es geschafft. Beißen. Wow, das sind die echten Zähne der Vampire. Danke, Mami. Das war lecker. Kann ich alles aufessen? Was für ein kleiner Vielfraß. Geh nicht weg. Das hatte ich nicht vor. Oh, das war ein Fehler. Kleiner Schmerz im Nacken. Und was ist das? Löcher in deinen Reißzähnen? Oh nein, keine Manieren. Wasch es ab, bevor andere es sehen. Was? Mami, sie beleidigt mich. Schatz, ich bin wieder da. Was ist denn hier los? Hör auf. Streitet ihr euch? Leo, lass sie in Ruhe. Ich wollte nur helfen. Aha, wie geht es dir, Baby? Kannst du mir wieder helfen? Natürlich. Wir füllen die Formen für die Flügel und andere Formen mit rotem Heißkleber. Bevor der Kleber aushärtet, steckst du die Stecknadeln in die Formen. Chumchick, die Stifte sind fertig. Ich muss sie dem Baby zeigen. Wow, ich musste es nicht einmal waschen. Wir haben noch eine Menge zu tun. Und warum hat sie sich so an sie gehängt? Okay, ich glaube, das wird dir gut stehen. Chumchick. So hübsch. Umarme mich. Gefällt er dir? Ich mag es nicht. Es war meins. La la la. Vampire regieren. Was? Meine Augen. Oh, hör auf, es reicht. Gib es mir. Mama! Du kannst nichts alleine machen. Schleich dich. Leo? Schon wieder? Meine kleine Blume? Was ist los? Geh zu Mami. Mami, ich habe doch nur gespielt. Willst du ein neues Spielzeug? Natürlich will ich das. Dann lass uns loslegen. Mach mit der Schere ein Loch in die Flasche und schneide die obere Hälfte ab. Glaub mir, ich bin ein Profi. Okay, fertig. Was kommt als nächstes? Jetzt ziehen wir die Socke hier drüber, damit sich die Flasche nicht erkältet. Nein, Baby, du wirst schon sehen. Wir machen also trotzdem die Wäsche? Besser, wir werden Seifenblasen machen. Aber wir sind Vampire, also werden unsere Blasen eine blutige Farbe haben. Wir fügen etwas Pigment hinzu und fertig. Wir legen es in Seifenwasser und los geht's. Wow, so cool. Komm schon, Mommy. Hör. Was für ein schöner Abend. Findest du nicht auch? Ja. Das ist eklig. Was? Wer war das? Ups, Entschuldigung. Mädels, beruhigt euch. Oh, ich werde sie zerstören. Du gehörst nicht hierher. Leo, wasch dein Gesicht und komm zurück. Komm schon. Wir sind wieder allein. Komm schon, Baby. Wo haben wir angehalten? Piep. Und jetzt? Nein, lass das. Wo gehst du hin? So komisch. Ich wollte ihr etwas Saft geben. Schäle die Körner. Jetzt brauchen wir eine Menge davon in der Spritze. Toll. Wer will Granatapfelsaft? Also keine Spritzen? Nein, es gibt einen anderen Weg, Vitamine zu bekommen. Baby, alles ist fertig. Bedien dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wie süß. Das verstehe ich nicht. Wer hat die Türen verschlossen? Hey, mach auf. Oh, noch ein Eingang. Meine Mutter hat mir gesagt, dass wir hier auch putzen müssen. Wow, sieht so aus, als hätte ich recht gehabt. Du wirst in meiner persönlichen Sammlung sein. Einfach toll. Okay, keine Ablenkungen. Lass uns sehen, was sie vorhat.
Ich glaube, das ist meine Chance. Dieses Mal wird Mommy dich nicht beschützen. Fang auf, Schwester. Hm? Ups. So komisch. Wo kommt das her? Schatz, bist du da? Oh nein, was ist hier passiert? Habe ich die Jagd verpasst? Es ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles ist cool. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Geh spielen. Du wirst bald alles sehen. Zeichne die Form unseres Telefons auf ein Stück Pappe. Verklebe sie mit Ausdrucken. Trim-Trick. Im nächsten Schritt musst du die Seife schmelzen. Dann kannst du eine Pappkopie des Telefons damit füllen. Fülle die Form mit der Seife. Lege ein falsches Telefon hinein. Gieße die Seifenreste darüber. Und lass uns ein paar Glitzersteine hinzufügen. Jetzt müssen wir unserem Meisterwerk etwas Zeit zum Abkühlen geben. Schub-Trick. Und das Seifentelefon ist einsatzbereit. Wow, das ist so schwer. Sag es nur niemandem. Oh nein, das kann ich nie abwaschen. Da bist du ja. Und hier ist dein Telefon. Danke. Wie kann ich die Hülle abnehmen? Vielleicht kann ich sie abwischen? Warte, was? Das ist kein echtes Telefon. Mama, mein Telefon hat sich in Pappe verwandelt. Ich habe es gar nicht bemerkt. Hier, nimm es. Oh, danke. Viel besser. Hm, so lecker. Ey, Baby, denk an deine Zähne. Wie kann ich sie ablenken? Ich weiß es. Willst du vielleicht zum Zahnarzt gehen? Zahnarzt? Oh. Okay, Zahnarzt. Ja, und? Ist das dein Ernst? Okay, dann kümmere ich mich darum. Wenn du viele Süßigkeiten isst, essen die Süßigkeiten deine Zähne. Um das zu verhindern, musst du dir jeden Tag die Zähne putzen. Ist das klar? Ja, das ist ganz einfach. Probieren wir es an diesen falschen Zähnen aus. Schau, die Mundhöhle hat so viel Angst vor der Zahnpasta, dass sie weglaufen will. Saubere und vor allem gesunde Zähne. Wow, wenn ich mir die Zähne putze, wird es dann auch so sein? Dann bin ich dabei. Kluges Mädchen. Ah ja, ich nehme lieber einen Snack. Ich sehe alles. Wo habe ich ihn hingelegt? Vielleicht hierhin? Wo ist es? Junge Dame! Mama? Setz dich hin! Schau, deine Schnürsenkel sind offen! Willst du fallen und dich verletzen? Versuch dir zu merken, was ich mache, dann bindest du noch einen. Und die letzten. Gib mir 5. Oh, ich weiß, wer fallen und sich verletzen sollte. Leo, ich weiß, wie sehr du Streiche liebst. Ich glaube, dieser wird dir auch gefallen. Mal sehen, ob du ein Akrobat sein kannst. Meine Beine. Ah, du bist so tollpatschig. Leo ist hingefallen. Lass uns spielen. Hör auf. Oh, weißt du, ich habe etwas für dich. Ich mag es nicht. Schau, was ich habe. Jetzt zeige ich dir alles. Hast du schon mal von Hologrammen gehört? Jetzt werden wir etwas ausprobieren. Wow, wie eine echte. Hey, wo will sie denn hin? Sie muss das Leckerli geschnuppert haben. Willst du es haben? Ist das ein Finger? Wow. Nun ja, das ist der leckerste Teil. Was für ein Albtraum. Ich bin ein Vampir. Hey, hör auf zu schreien. Zeit ins Bett zu gehen. Komm jetzt. Du hast wahrscheinlich recht. Das ist es. Mach es dir gemütlich. Ich werde dir ein Märchen vorlesen. Es war einmal in einem Wald weit, weit weg. Ich kenne dieses Märchen. Lebte. Wer hat denn da gewohnt? Hey, wach auf. Was? Ah, richtig. Wenn du willst, dass dein Kind schneller einschläft, gibt es einen Lifehack. Wir zeichnen die Umrisse des Sarges auf Papier. Schneide es aus und lege es auf den Karton. Lass uns einen Umriss der Zeichnung zeichnen. Schneide sie wieder aus. Miss genug Pergamentpapier ab und verbinde es mit dem Rahmen. Jetzt braucht unser Bildschirm einen Ständer. Ich habe ihn wie eine Blutlache aussehen lassen. Wo haben wir aufgehört? Da lebte eine große Spinne. Und ihre Fledermausfreundin. Und dann kam die weiße Katze. Kannst du hier eine Pause machen? Oh, Baby, schläfst du schon? Wie süß.
Hab dich lieb, Schwester. Ich glaube, ich bin bereit. Schreib in die Kommentare, welche Schritte wir erledigt haben, um ein Vampir zu werden. Wollen wir nachsehen? Fledermausflügel? Hier? Zähne? Hier. Ein Mantel? Passt wie angegossen. Weiße Haut? Baby, du bist ein echtes Schneewittchen. Na und? Familie? Sieht aus, als wärst du schon zu spät dran. Wir sind genau pünktlich. Leo, kannst du dich um deine Schwester kümmern? Alles wird gut, Mama. Warte, ich habe ein Geschenk für dich. Ich bin sicher, es wird dich beschützen und dich immer an mich erinnern. Ich bin stolz auf dich, Tochter. Jetzt geh. Der Unterricht beginnt. Meine Mädchen. Hey, Betty. Willst du einen Snack essen? Warum sollen wir uns keine Filme ansehen? Oder YouTube-Kurzfilme? Ich wäre ein guter Schüler. Hier kommt das Frühstück. Es ist definitiv genug für zwei. Dann werde ich es versuchen. Hat Graf Agne dich gebissen? Schau. Nein, danke. Bist du mein neuer Nachhilfelehrer? Ah! Ah! Was ist hier los? Ah! Ah! Zwei Nachhilfelehrer? Okay, Betty, beherrsche dich. Melanie, hilf mir! Nein, 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 du hast uns hierher gebracht. Ich gehe jetzt. Seid ihr Vampire? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich dich essen soll. Ich habe eine Idee. Es ist doch viel angenehmer, aus einem sauberen Glas zu trinken, oder? Einfach perfekt. Okay, lass uns dich in eine Schönheit verwandeln. Jetzt ist es viel besser. Wow, du bist ein Zauberer. Das ist alles mein Gadget. Oh, ich glaube, es fühlt sich nicht wohl. Ich gehe. Und jetzt der Hauptgang. Oh, willst du mich verarschen? Ich kann Selbstbedienung nicht ausstehen. Okay, ich habe da was. Meine Reißzähne wären ohne die Zahnbürste nicht so scharf. Wir brauchen eine Holzkohlezahnpasta. Okay, dreh dich um und öffne den Mund. Das ist schon viel besser. Hey, ich kann meinen Kiefer nicht schließen. Keine Sorge, ich mache das für dich. Kümmert sich überhaupt jemand um dich? Ich bin Alpha. Puff, du bist Alpha, dreckig. Oh, da ist eine ganze Schwefelmine. Ich werde nicht hungrig bleiben. Aber ich will nicht vergiftet werden. Ich muss dir die Ohren putzen. Ich glaube, der Staubsauger für die Ohren wird es schaffen. Nur nicht bewegen. Oh nein, das ist ja eklig. Es ist seltsam, dass sie mich überhaupt hören konnte. Okay, lass uns nachsehen, ob da noch etwas ist. Das sind nicht die Ohren, das ist ein ganzes Federmäppchen. Ich stecke mir keine Stifte mehr in die Ohren. Lass mich los. Wenn du mich nicht frisst, werde ich dich fressen. Du siehst schon viel leckerer aus. Mein süßes Brötchen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu probieren. Ich glaube, sogar Melanie kann einen Bissen abhaben. Warte, ich habe etwas Besseres. Ich habe es gemacht. Bedien dich. Ich liebe Snacks. Das riecht gut. Was denkst du denn? Das ist eine Delikatesse. Kannst du mir das Rezept für diese Soße geben? Natürlich. Ich kann noch mehr hinzufügen. Oh, danke. Es ist einfach perfekt. Aha. Dieses Mal ist es sehr lecker geworden. Oh, ich bin so satt, als hätte ich gerade zwei Jagden hinter mir. Wow, vielleicht noch ein Stück? Nein, ich kann nicht mehr essen. Oh, ich brauche einen guten Schlaf nach so einem tollen Essen. Hey, sieht aus, als hätte mein Gast etwas hier vergessen. Ich glaube, es macht ihr nichts aus. Ich frage mich, ob da etwas Glitzer drin ist. Hey, warum lässt sich die Schachtel nicht öffnen? Ich kann sie nicht öffnen. Oh, ich habe eine Idee. Das Ouija-Brett ist so Mainstream, ich mag die alten Rituale lieber. Chum-Chick. Was? Du schon wieder? Manieren! Oh, es wird ein cooler Streich. Vampirius Chum-Chick. Ich liebe Blutbäder. Hör auf damit. Sofort. Chum-Chick. Oh, nein, nicht so schnell. Okay, was brauchst du von mir? Bitte öffne die Schönheitsbox. Ist das alles? Deshalb belästigst du mich? Okay, ich mache es für dich auf. Mach auf! Da hast du's. Halt dich fest. Was für ein Langweiler. Wow, ich will so sein wie sie. Pff, das ist einfach. Du bist in den richtigen Fängen. Lasst uns mit einem Kleidertausch beginnen. Ein Vampir ohne Umhang ist wie ein Fisch ohne Flossen. Probier ihn an. Steh still, sonst fällt der Kragen raus. Bist du zufrieden? Nenn mich Buffy. Danke, ich werde in den Spiegel schauen. Hat dir unser neues Video gefallen?
Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.